Montag, schon wieder. Es ging richtig schnell heute. Wirklich, wirklich schnell. Naja, nicht wirklich schnell, aber schnell. So, jetzt lösen wir Montag, den 26. August. Jo, wir fangen gleich an. Ich habe nicht so viel Zeit, muss fertig werden. Ah, gerade wäre cool. Hä? Genau. Wir machen einfach Standard. Wird schon gehen. Wir hauen das Zeug einfach so rein, wie wir denken und hoffen, dass es gut geht. Dann haben wir Montag. Hä? Montag können wir keine Ahnung wie holen. Zum Beispiel mit dem da, dann steht der schon mal so da, dann können wir den hier reinhauen. Montag ist immer da, die 26 haben wir hier. Ja, können wir den hier reinmachen, hä? Dann könnte man den hier nach hinten schmeißen. Und nee, wenn wir den hier hinsetzen. Und das geht nicht, hä? Den da kriegen wir so hin und dann nehmen wir uns hier wieder rein. Dann haben wir Montag, den 26. Oh ja, das ging gut. Hey, gut dran fangen. Gute Woche. Naja, die Woche ist ein bisschen blöd. Irgendwie, aber es wird sicherlich gut werden. Es muss ja, es muss ja. Genau, das Hintergrundbild habe ich wieder ein bisschen... Eigentlich war es zuerst ein richtig Engel, wie man ihn sich so vorstellt oder wie er normalerweise so gezeichnet wird. Aber das mag ich irgendwie nicht so, darum habe ich noch ein bisschen Feuer dazu gemacht. Habe es in Crea mal ein bisschen was machen lassen, habe es dann zurück in Midjourney genommen, mit dem Prompt, den Crea da definiert hat, und wieder zurück in Crea, und es hat recht gut, also ist richtig gut geworden. Das Einzige, was nicht so gut ist, oder das Einzige, oder die einzigen Dinge, die nicht so gut sind, das sind die Hände. Ich habe versucht, die zu korrigieren, aber das hat er irgendwie, er hat sie einfach irgendwie heller gemacht, aber nicht mehr. Deswegen bin ich zum Original zurückgegangen. Jo, die Frage ist, wie gefällt euch das Hintergrundbild? Schreibt es mir in die Kommentare rein. Und wenn ihr weitere meine Videos sehen wollt, dann folgt meinem Kanal, liked das Video und klickt die Glocke. Dann besten Dank, dass ihr das Video geschaut habt, und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Ciao zusammen.